Hallo und guten Tag, mein Name ist Spree, Thomas Spree, und ich möchte Ihnen heute unser Ticketsystem, den Helpdesk, vorstellen. Ihre Supportanfragen werden als Ticket hinterlegt und die haben eine eindeutige Nummer und alle nötigen Informationen zur Bearbeitung werden dort hinterlegt. Mit dem Online-Zugang haben Sie nun die Möglichkeit, Ihre Tickets zu kontrollieren, Eingaben zu machen oder neue Tickets anzulegen. Schauen wir uns das einmal an. Dazu melden wir uns über die Internetadresse helpdesk.nsi-online.de einmal an. Sie bekommen die Eingabemaske mit Ihrer E-Mail-Adresse. Loggen Sie sich in das System ein. Das Kennwort erfragen Sie bitte bei uns. Schicken Sie uns dazu eine Mail oder rufen Sie einmal an. Dann geben wir Ihnen Ihr Kennwort bekannt. Wenn Sie sich in das Ticketsystem eingeloggt haben, haben Sie verschiedene Bereiche. In der obersten Zeile sehen Sie Ihre Anfragen als offen, Rückmeldung, in Bearbeitung oder abgeschlossen. Sie können hier neue Anfragen hinterlegen. Sie können hier FAQs abfragen. Ganz rechts können Sie über Ihr Login-Symbol sich einmal das Kennwort ändern oder aus dem System abmelden. Wenn wir nun auf Anfragen stehen, haben wir hier die offenen Anfragen. Hier sehen wir auch schon eine drin. Wir haben Rückmeldungsanfragen, wo wir auf Ihre Eingaben warten. Anfragen, die in Bearbeitung sind oder halt über abgeschlossene alte Anfragen, die im System hinterlegt sind. Wenn ich nun auf so eine offene Anfrage klicke, dann öffnet die sich und hier sind dann alle Informationen zu dieser Datei oder zu diesem Ticket hinterlegt. Das heißt, die Anfrage, hier eine Lösung, also das ist ein Testticket, ne, das habe ich wieder aufgemacht, die Lösung dazu und ein paar Informationen, hier so ein bisschen E-Mail-Verkehr, der gelaufen ist. Rechts sehen wir nochmal die Ticketnummer. Die Art des Tickets, wer es gemeldet hat, wann es erzeugt wurde und mit welcher Priorität es im System hinterlegt wird. Sie haben als Anwender dann die Möglichkeit, einen Kommentar abzugeben. Sie können Dateien hochladen mit einem Kommentar, dazu weitere Informationen anzufügen oder aber Sie können auch sagen, das Ticket hat sich erledigt und wir schließen es ab. Na, kann ich jetzt sagen, Test ist erledigt. Fertig, speichere das. Die Anfrage wird abgeschlossen und ich finde sie hier auch nicht mehr in den offenen Tickets, sondern ich finde dann dieses Ticket mit der Nummer 1440 hier mit dem aktuellen Statusdatum unter den abgeschlossenen Tickets. Schauen wir uns mal einfach an, wie man eine neue Frage, ein neues Ticket öffnen kann. Über neue Anfrage können wir jetzt sagen, okay, ich habe ein Problem. Mit dem Stichwort beschreiben wir dieses Problem. Beispielsweise Schwierigkeiten mit Mastercam 2017 Lizenz. Eine etwas Beschreibung Ihrer Seite ist dann nötig. Kann die NHASP nicht aktualisieren, zum Beispiel. Könnten ein Foto mit hochladen, eine Datei mit hochladen, können sagen, okay, um welches Produkt geht es dann? Welche Version? Und welchen Bereich haben wir denn noch? Geht es hier beispielsweise um die Lizenzierung? Speichern wir das ab? Wird ein Ticket im System erzeugt. Es wird eine Nummer vergeben und wir werden darüber informiert, dass hier ein neues Ticket erstellt wurde. Klicke ich hier auf Anfragen, auf Offen, sehe ich hier mein gerade neu erstelltes Ticket. Das ist das Helpdesk-System, was ab sofort für Sie zur Verfügung steht. Wie gesagt, Login-Daten ist Ihre E-Mail-Adresse, das Passwort. Da fragen Sie eben einfach nach. Dann senden wir es Ihnen zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Bis demnächst.